Ein frohes und glückliches neues Jahr 2013. Hi, willkommen zu einer neuen Folge Ernährungsquatsch TV. Ich bin dein Coach Paul und ja, schön, dass du wieder einschaltest. Ja, nachdem ich dir natürlich ein wunderschönes neues Jahr wünsche, mit viel, viel Erfolg, Gesundheit und vor allem viel, viel Glück, ja, und Freude in diesem neuen Lebensjahr, möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken für deine Unterstützung und für das Ganze und alles, was auf ernährungsquatsch.de im letzten Jahr passiert ist. Ich habe einen kurzen Überblicksartikel zusammengestellt, wo du einfach mal sehen kannst, wie viele Leute denn so täglich auf Ernährungsquatsch vorbeischauen, wie viele Leute da kommentieren, was im Forum im neu gegründeten los ist. Also schau dir auf jeden Fall den Artikel an, den ich unten in der Beschreibung verlinkt habe. Das lohnt sich auf alle Fälle. Jo, und am Ende dieses Videos habe ich eine ganz kleine Überraschung für dich, aber ich möchte dich ein bisschen durch dieses Video leiten. Ich verspreche, das wird nicht lange dauern und am Ende lasse ich eine klitzekleine Bombe platzen. Zunächst mal möchte ich dir zeigen oder dir sagen, zeigen geht ja heute schlecht, aber ich sag's dir ja, was für Ziele ich mir denn für 2013 gesetzt habe. Und ich möchte mit einem Ziel anfangen, einem sportlichen Ziel. Ich muss sagen, ich bin mit meinem sportlichen Werdegang, mit meiner Figur, mit meiner Gesundheit sehr zufrieden. Ich habe mir trotzdem dieses Jahr ein ganz spezielles Ziel wieder gesetzt. Und zwar werde ich dieses Jahr wieder an einem Volkstriathlon, und zwar an dem in München teilnehmen, weil es mich einfach wieder, ja, mich juckt's wieder. Es kribbelt mir unter den Fingernägeln und ich möchte unbedingt mitmachen. Ich werde aber anders wie die Jahre zuvor, es ist schon ein paar Jährchen her, wo ich ganz bewusst und intensiv Ausdauersport betrieben habe, möchte ich dieses Jahr mich nicht speziell mit Triathlon-Trainingsplänen darauf vorbereiten. Also ich möchte eher meine Trainingsweise, so wie ich sie derzeit handhabe, fortführen, ein bisschen verstärken, vielleicht ein ganz klein wenig anpassen, aber ich möchte kein spezielles Ausdauertraining machen, also kein spezielles Schwimmtraining, also ich werde ab und zu mal vielleicht in den See hüpfen, wenn es die Temperatur zulässt. Aber ich möchte auch keine speziellen Laufpläne machen, mich nicht wieder stundenlang aufs Fahrrad setzen, sondern ich möchte mir selbst beweisen, dass ich mit einem ausgewogenen Kraftausdauertraining, also so wie ich das hier propagiere und dir erzähle, was es auch schon das ein oder andere Video von mir gibt, so wie ich das da mache, dass ich damit eine ähnlich gute Zeit erreichen kann wie 2009, wo ich ja eine relativ, ja, gute Zeit, normale Zeit, also ich war jetzt nie ein Spitzensportler, aber eine gute Zeit erreicht hat, dass ich das wieder erreichen kann. Ja, 2012 sind einige mega geile große Dinge passiert. Ich habe zum einen ja mein Ernährungsstudium abgeschlossen an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich habe mit zwei Kumpels, wie du vielleicht schon in einem vorherigen Video gesehen hast, den super geilen Fitness-Podcast unter dem Titel Nackt gut aussehen veröffentlicht, der übrigens seit der Veröffentlichung Platz 1 der deutschen iTunes-Charts ist in der Kategorie Gesundheit. Also wenn du dir noch nicht angehört hast, dann ja, schau auf iTunes vorbei oder auf nacktgutaussehen.de, da findest du alle weiteren Infos zu diesem ultimativen geilen Podcast. Ja, und aufgrund dessen, ja, dass ich natürlich auch mein Studium jetzt abgeschlossen habe und sich auch in meinem Leben ein bisschen was verändert, weil ich, ja, so quasi im Vorbeigehen auch noch der stolzeste und glücklichste Papi der Welt geworden bin, möchte ich, ja, weitermachen mit dem, was ich hier auf Ernährungsquatsch begonnen habe. Deswegen mein zweites großes Ziel ist es, diese Ernährungsquatsch-Community weiter auszubauen. Tausende sind es noch nicht, aber hunderte von Anfragen, die ich wirklich fast Woche für Woche bekomme, möchte ich weiterhin persönlich auch zügig beantworten und das, wenn möglich, zum größten Teil auch kostenlos. Denn ich habe ja gesagt oder ich bin ja der Meinung, dass Gesundheit nicht wirklich was mit, ja, großer Philos, also mit, ja, mit, ne, wie sage ich da, nicht mit großem Aufwand zu tun ist, sondern es eigentlich sehr, sehr, sehr leicht ist. Und genau diese Leichtigkeit möchte ich weiter an dich weitergeben, an die Community, an die Ernährungsquatsch-Gemeinschaft. Naja, und mein drittes Ziel, mein drittes großes Ziel, was ich hier öffentlich bekannt geben möchte, ist es natürlich, ja, ich muss auch irgendwie meine Low-Carb-Brötchen verdienen. Und von daher habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, wie ich das dann machen kann, mit meiner Leidenschaft, mit dem, für was ich brenne. Hier fast jeden Tag in Zukunft vielleicht vor der Kamera zu stehen,
sehr interessante und hochwertige Artikel zu schreiben. Von daher, ja, irgendwo muss ich mir meine Low Carb Brötchen auch kaufen. Und von daher ist mein drittes Ziel, ich werde jedem, der Interesse daran hat, der von meinen Fehlern, von meinen vielen Fehlern, die ich bis jetzt gemacht habe, lernen möchte, den möchte ich sehr gerne coachen. Und für dieses Coaching habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und das ist jetzt quasi auch so ein bisschen die Überraschungskiste, die ich hier heute präsentieren möchte. Es wird ein Coaching geben. Und um dir ein bisschen zu erklären, was ich in diesem Coaching machen möchte, kannst du einfach am besten auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Da findest du auch eine Anmeldemöglichkeit zu einem kostenlosen Webinar. Also ich möchte dir kostenlos erstmal die Möglichkeit geben, zu schauen, ist es was für dich? Passt überhaupt die Harmonie zwischen uns? Ja, und also die Faktoren, die eben so für ein Coaching notwendig sind. Und dazu möchte ich dich heute ganz herzlichst einladen. Das Webinar ist kostenlos. Aufgrund ganz bestimmter Kriterien ist die Teilnehmerzahl für dieses Coaching auf 20 Personen begrenzt. Also nachdem auch dieser YouTube-Kanal schon fast 1000 Abonnenten hat, ja, beeile ich einfach. Das Webinar findet am kommenden Dienstag statt, da gibt es 2 Termine und alle weiteren Infos, auch den Link zur Anmeldung, findest du in dem Link unten in der Beschreibung. Ansonsten würde mich noch sehr, sehr, sehr interessieren, was sind deine Ziele für 2013? Hast du dir Ziele gesetzt? Ja? Dann schreib sie mir einfach unten in die Kommentare und ich freue mich sehr, mich darüber mit dir austauschen zu können. Und dann würde ich sagen, wir halten einfach weiterhin die Ohren steif und freuen uns auf die nächste Folge Ernährungsquatsch, denn die folgt sicherlich schon bald. Ich bin Coach Paul und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut, ciao.